So, jetzt sind wir hier beim zweiten Versuch. Ein anderes Teilstück dieses Gewässers, wo ich mir mehr verspreche. Ich habe auch wieder Fische gesehen. So, der erste Ball ist drin. Der zweite fliegt hinterher. So, dann hoffe ich einfach mal, dass es mir gelingt. Hier ein bisschen etwas über die Verhalten, das Verhalten der Rotaugen so ein bisschen zu zeigen, wie die sich am Futterplatz verhalten, wie die auf den Futterplatz kommen und fressen. So, hier habe ich noch ein bisschen Futter dazu. Küppen kann ich leider heute nichts. Das ist nur ein Versuch und ja, schauen wir einfach mal, wie es mit der Einstellung von der Kamera auch läuft hier. Lass mich einfach überraschen. Und haben Sie welche? Nee, da vorhin waren da welche, aber ich sehe das ja leider nicht. Ach so. Aber hier sind sonst welche. Ja, ja, ich habe schon letztes Jahr hier welche versucht. Habe ich auch gefilmt. Ja, nachdem Sie letztes Jahr hier waren, haben wir das öfters jetzt beobachtet und jetzt sind Sie vermehrt da. Ja, ja. Wissen Sie denn, was neulich hier auf der Schlinge war? Ratten. Wasserratten. Hm? Wasserratten, oder meinen Sie? Nee. Ach so, wegen den Ölfilmen. Ja. Ja, das weiß ich nicht. Das irgendwo läuft da immer was. Vielleicht was nach oder sammelt sich was. Ja. Das kommt da alles irgendwo da hinten vom Industriegebiet. Also einmal war es ja ein bisschen schlimm und letztens war es noch nicht ganz so schlimm. Aber wir haben trotzdem angerufen. Und, ist auch richtig so. Und dann kamen die nachher da, ne? Ja. Ich habe jetzt nur eine andere Kamera und dann will ich einfach gucken, ob das besser ist, ja, wie das dann aussieht. Erst sieht man erst, und wenn die Fische auf dem Foto sind. Und hier so in der Höhe, dazwischen ja, so ein bisschen weiter noch unterhalb. Ja. Ist, nee, das ja, mit der Bisamratte. Ach so. Ja. Ah, Wasserratten sind hier. Nee. Eine Bisamratte. Ein richtiges Pärchen ist hier vorne. Okay. So, da wo die Schwarzerle ist, zwischen den zwei. Hm. Okay. Ja. Also bevor es so hoch war, da konnte man sie ganz gut beobachten. Ja, ja. Und jetzt kommen die ersten Fische, finde ich ja toll. Klappt wieder wie am Schnürchen. Ja, schöne große. Das ist ja toll. Große Fische. Ja. Die kann man so schon beobachten. Sieht man gut. Da sind ganz schön große dabei. Ja, man muss sich nur ruhig verhalten, darf keine Geräusche machen, die sind sehr scheu. Und wenn das Wasser so trübe ist, sieht man das nicht so gut. Ja, je nachdem, wo wir stehen. Naja. Werfen Sie immer was rein? Oder was ist jetzt? Ich habe vorhin Futter reingeschmissen, jetzt gerade, vor 5 Minuten. Ja, dann mal noch viel Spaß. Dankeschön, also, Ihnen auch. Muss ich gucken? Wo muss ich gucken? Nee, das weiß ich, das tue ich immer. Nein, ja, muss ich wieder im Internet nachgucken. Rotaugen auf der Spur. Heißt das? Ja, das war da von letztes Jahr. Habe ich ein Video auf YouTube hochgeladen. Ja, da werde ich mal versuchen, da rein. Ja, ja, und das wird dann Neues. Mhm. Jetzt sieht man da die Fische besser, ne? Dann kann man schön gucken, das wollen wir mal ausprobieren. Kann schon 20, 30 Fische sehen. Schöne große Rotaugen dabei, wunderschön. Dürfen die denn hier geangelt werden? Bitte? Ja, von dem Verein. Ich angel die hier nicht. Ich angel die hier nicht. Nee, ich lasse sie leben. Ja, nee, ich habe hier auch noch keine gesehen. Hm. Ja, noch viel Spaß. Ne? Dankeschön. Ja, die ersten 20, 30 Rotaugen haben sie hier versammelt. Wunderbar. Einfach herrlich, ein bisschen mitzusehen. Wunderbar. Einfach herrlich. Die Kamera mal ein bisschen nach links schwenken, damit man die Fische noch besser sieht. Macht einfach wunderbar Spaß, hinzuzuschauen. Na, vielleicht haben sie mich jetzt gesehen, das weiß ich natürlich nicht. Da
Aber die Fische kommen wieder. Ist einfach herrlich, wie die hier an den Futterbällen rumknabbern. Direkt auf dem Futterball. Braucht natürlich immer seine Zeit. Ja, die Sonne. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Jetzt kann man die Fische deutlich besser sehen. Aber man muss sich hier ganz, ganz ruhig verhalten. Natürlich ein bisschen gucken, wenn ich dann nachher mal meine Handvoll Maden reinwerfe mit Caster, wie weit die sich dann abtreiben lassen. Schauen wir mal, ich versuche das einfach mal. Die Fische sind neugierig, die werden nicht wegschwimmen. Mal oberhalb reingeworfen. Ein paar treiben leider ab. Natürlich ein bisschen zu früh geschmissen. Ah, natürlich nicht so geil, das Gelbe vom Ei. Ne, sind sie abgetrieben. Jetzt sind die Fische erstmal wahrscheinlich dahinterher. Die muss ich erheblich weiter oberhalb reinwerfen. Sonst wird's nichts. Kann ich die Fische hier nicht auf dem Platz halten. Jetzt gehen sie auf den Boden runter. Ich denke mal, jetzt kann man es schon besser sehen. Jetzt hoffe ich einfach mal, noch ein bisschen sehen, wie die Fische die einsammeln. Aber sobald sich irgendwie ein Fisch erschreckt oder irgendwie ängstlich ist, schwimmen die anderen auch wieder zurück in der Strömung. So kann man an sich schon das Verhalten der Fische ganz gut beurteilen. Ja, die Fische werden immer größer. Eine Fisch, das Rotauge, hat den Maiskorn geschnappt. Alles wieder hinterher, wahrscheinlich wegen dem Fress, dem Futterneid. Ja, der Schwarm ist jetzt nicht riesig. Ich denke einfach mal, die meisten Fische halten sich zurück. Das denkt man natürlich unter bestimmten Umständen auch viel, viel mehr Fische auf den Futterplatz kommen, aber man muss auch ein bisschen Geduld haben.
Ich werde jetzt einfach noch mal ein paar Maden bringen. Die Fische haben sich davor nicht stören lassen. Aber die Fische gehen jetzt, man merkt, die gehen richtig auf die Maden drauf. Das ist echt krass, ne? Volle Pulle. Das schöne große Exemplare bei. Da kann man sich dann so ein Bild davon machen, wie die Fische dann darauf reagieren. Und wieder so 1,2 Meter ungefähr oberhalb habe ich eingeworfen. Und schon kommen die Fische. So, im Gewässerboden ist nicht ganz so doll die Strömung, also halten sich doch die Maden und die vereinzelten Karster, die bleiben unten liegen und werden dann schön einzeln eingesammelt. Das Einzige, was jetzt ein bisschen fehlt, ist die Sonne. Die ist gerade verdeckt, weil eine Wolke da drüber läuft. Also macht wunderbar Spaß zuzuschauen. Ich denke schon, dass der Schwarm so aus 50, 60 Fischen besteht, vielleicht auch mehr. Es dauert halt eine Zeit, bis immer mehr Fische angelockt werden und auf den Futterplatz kommen. Alle treiben natürlich oben die Karster weg. Aber die Fische sind wahrscheinlich zu sehr nach unten orientiert, dass sie abtreibenden Karster vielleicht gar nicht so bemerken und deswegen auch nicht wegschwimmen. Macht einfach Spaß zuzusehen. Und wieder kommt eine Handvoll Karster. Jetzt bin ich gespannt, ob sie höher schwimmen. Ja, sie gehen den Maden entgegen, natürlich Maden. 100%. Eine Made nach der anderen wird hier eingesaugt und eingesammelt. Kann man kaum für möglich glauben. Also halten, wie viele Mengen an Maden die innerhalb kürzester Zeit vertilgen. Wir machen überhaupt keine Anstalten, wegzuschwimmen. Also die Strömung, die beträgt hier gut und gerne bestimmt 4-5 Gramm, so schnell wie die Maden hier abtreiben. Ah ja, da ist ein Fisch, den habe ich letztes Jahr auch schon mal gesehen, mit einer Wunde oben am Rücken. Der ist weiter gewachsen. Fische sind doch recht widerstandsfähig. Wie Fische sich jetzt auf das Füttern verhalten, kann ich natürlich jetzt nicht sagen, das werden wir ja gleich rausfinden. Ich habe natürlich noch ein bisschen Futter. Ich versuche jetzt mal kleinere Bälle oberhalb reinzuwerfen. So. Wir sind jetzt ein bisschen abgesunken. Ja, die Fische kommen wieder. Lassen sich ein bisschen Zeit. Trotzdem kann man hier gut sehen, wie das Futter arbeitet mit Hanf. Gerösteten Hanf. Und natürlich noch etwas schwarzer Erde und Lehm.
Und die kleinen Futterbälle, die lösen sich natürlich relativ rasch auf. Und dann geben auch ihre Köder frei, die ich hier drin habe. So, jetzt lassen wir erstmal die Rotaugen ihren Spaß. Die jetzt massiv wieder nach oben kommen. Ist ein bisschen scheuer geworden, die muss man natürlich jetzt erstmal wieder in Ruhe lassen. Aber Hunger ist bekanntlich der beste Koch. Leicht das Futter angedrückt, damit es sofort auseinander geht. 100%. Für Wasser, das hier ca. 30 bis 40 cm maximal hoch ist, im Augenblick, lassen sich die Rotaugen hier vom Fressen nicht abhalten. Und schwimmen sie sogar höher. Und während die da sind, schmeiße ich wieder hinterher. Jetzt sind sie weg. Okay. Ich werde nochmal einen Ball hinterher werfen. Und noch den letzten. Weil dann ist das Futter alle. So. Das war es jetzt mit dem Futter. Jetzt warten wir mal, wie lange es dauert, bis die Rotaugen kommen. Also ich glaube, das dauert nicht lange. Das Futter zeigt seine Wirkung. Ja. Jetzt lassen wir die Fische mal in Ruhe. Ja, die ersten Fische kommen schon wieder. Ja, wenn man so sieht, die sehen so klein aus und trotzdem sind das ganz schön große Exemplare. So bis 200-300 Gramm mit Sicherheit. Einfach wunderschön. Und nicht nur Rotaugen, auch Rotfedern kann man hier ganz gut drunter erkennen. Jetzt werde ich noch mal ein paar Maden bringen zum Nachfüttern. So, da dürfte die Fische noch mal richtig auf dem Platt locken. Das tut es auch. So, dann ist mal wieder Abwechslung. Bin gespannt, wie der Film dann wirkt, ob man das besser erkennen kann als beim ersten Mal. Und hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzuschauen. Ich finde, das ist immer sehr, sehr wichtig, wenn man so Futter ausprobiert oder vielleicht mal Erde, Lehm mit Futter.